herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wenn ihr das hier seht, ist es hoffentlich der 11.05.2015 und das heißt, ich bin jetzt genau 2 Jahre auf YouTube. Yay! Ich bin übrigens immer noch ein bisschen verschnupft für die, die den WV gesehen haben, also bitte nicht wundern, wenn ich mir ab und zu mal was hochziehen muss oder so. Und ja, letztes Jahr habe ich ein Video gemacht aus den Videos, die ich im letzten Jahr, also im Jahr davor, dann gemacht habe, habe halt Sachen genommen, die ihr wieder erkennt. Zum Beispiel meine Roomtour mit meiner Kamera und eben solche Videos. Und ich fand das auch echt cool, aber ich dachte mir, naja gut, das kannst du natürlich jedes Jahr machen. Und muss auch zugeben, dass ich jetzt schon länger überlegt habe, was ich mache. Und naja, das, was ich jetzt endlich mache, ist vielleicht ein bisschen unspektakulärer, als ihr euch vielleicht erhofft hattet. Und zwar, naja, ist dieses Video hier halt mein Kanalgeburtstagsvideo, das eigentlich nur ein riesengroßes Dankeschön werden kann. Und genau das habe ich jetzt eigentlich auch vor zu tun. Ich möchte natürlich allen voran, allen meinen Abonnenten danken, allen Abonnenten, die mich schon seit 2 Jahren verfolgen, allen die Abonnenten, die im letzten Jahr dazugekommen sind und allen den Abonnenten, die hoffentlich noch dazukommen werden. Und ja, ich meine, ohne euch würde das Ganze hier ja irgendwie nichts bringen. Also da danke ich euch auf jeden Fall sehr für, auch dafür, dass ihr auch fleißig kommentiert und ja, euch freut über meine Videos. Das finde ich schön. Und unter anderem möchte ich aber natürlich eben auch allen Booktubern danken, die ich auch im letzten Jahr noch kennengelernt habe und die mich auch schon seit Anfang an begleiten. Leute, mit denen ich auch mal ab und zu schreibe, die wir uns eben auch gegenseitig taggen. Die ganze Community, der möchte ich halt auch Danke sagen dafür, dass sie halt so cool sind und tolerant und dass wir uns alle gegenseitig unterstützen und dass wir uns alle so lieb haben. Und ja, das finde ich echt, echt super. Und ich möchte auch allen Autoren danken, die mir im letzten Jahr ihr Buch zur Verfügung gestellt haben, weil sie sich gedacht haben, hey, du könntest ja jetzt vielleicht auch das mal schön bewerten und keine Ahnung. Also danke dafür auch, ein großes Danke. Also eigentlich danke ich Farina de Waard ja in jedem dritten Video von mir, aber auch eben ein großes Danke für Farina de Waard, die mich eben auch nicht einfach vom Haken gelassen hat, als ich halt diese schlechte Zeit hatte und nicht dazu gekommen bin, ihr Buch zu lesen, 3 Monate lang. Und dann habe ich mich rangesetzt, habe es gesuchtet und geliebt. Und eben auch eine Freundschaft ist dadurch entstanden, die ich nicht missen möchte. Reden ist auch schön heute. Und auch ein großes Dankeschön an Laura Newman von Nachtsonne, die ja erst gedacht hat, dass ich ihr Buch vielleicht etwas zu streng bewerten könnte, die sich aber letztendlich auch über meine beiden tollen 5-Sterne-Rezensionen zu ihren wundervollen Büchern gefreut hat. Ich muss immer noch Teil 3 lesen, es tut mir leid. Auch ein großes Dankeschön an Cornelia Franke, die mir Jamies Quest hat zukommen lassen. Dieses Jahr, irgendwann müsste das gewesen sein, hoffentlich bringe ich da jetzt nichts durcheinander. Und die mich eben auch hat Testleserin sein lassen und ja, mit der ich mich auch auf der Leipziger Buchmesse getroffen habe, was echt ein schönes Erlebnis war. Und ja, die drei, die stehen jetzt einfach mal stellvertretend für alle Autoren, mit denen ich so geschrieben habe im letzten Jahr und mit all den Möglichkeiten, die ihr mir eben auch gegeben habt. Beispielsweise eben auch zum Beispiel mein Praktikum, das ich machen konnte bei Ivo Pala, das mir ein Praktikum im Netto erspart hat. Vielen Dank! Das war echt super und auch eine coole Erfahrung, die ich gerne wieder machen möchte. Und ja, also einfach ein großes Dankeschön an alle, die sich immer noch meine Videos angucken, die sich freuen, die mit mir Kontakt halten oder eben auch nicht, die sich teilweise nur meine Videos angucken. Das freut mich alles sehr. Ich brauche jetzt nicht, glaube ich, den Verlagen dafür danken, dass sie weiterhin schöne, tolle Bücher ausbringen und mir damit mein Geld elendig aus der Tasche ziehen. Aber macht mal weiter so alle, seid mal alle toll und dann bin ich auch weiterhin toll und versuche mein Bestes. Ihr könnt mir natürlich wie immer Videovorschläge zukommen lassen und was ihr euch gerne so wünscht, was ich gerne machen möchte. Auch Autoren, die sich jetzt vielleicht angesprochen fühlen, die können mir natürlich auch gerne immer noch ihr Buch zukommen lassen, wenn sie möchten, dass ich es rezensiere. Das mache ich sehr gern und ja, das war eigentlich, glaube ich, auch schon insgesamt alles, was ich zu dem Ganzen sagen kann. Es war ein tolles neues Jahr für mich mit dem ganzen
Booktuber-Zeugs. Ich habe wieder sehr viele tolle neue Leute kennengelernt. Mit Abstand mein Highlight in diesem zweiten YouTuber-Jahr war natürlich nicht nur die Leute übers Internet kennenzulernen, sondern eben auch einige davon kennenzulernen auf der Leipziger Buchmesse mit Anfassen und Knuddeln und allem drum und dran. Eben zum Beispiel auch Farina de Waard, Laura und eben auch Cornelia. Danke. Und dass wir das alles so einrichten konnten, dass es alles so geklappt hat. Und naja, dass es eben geklappt hat, da freue ich mich wirklich, 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 wirklich sehr. Und ja, ich kann auch nochmal stellvertretend einfach allen danken, die zum Beispiel auch die tollen Aktionen machen, immer die es so gibt. Zum Beispiel das Weihnachtswichteln, wo ich auch jedes Jahr mitmache, wo ich auch wieder ein unglaublich tolles Paket hatte. Ich gucke immer noch schön zu der Wand, denn hinter der Kamera sind meine Autogrammkarten, unter anderem eben auch die und Autogrammkarte von Kai Meier, die mir mein letzter Buchwichtel hat zukommen lassen, worüber ich mich wirklich sehr gefreut habe. Vielen Dank dafür. Und ja, ich kann einfach allen nur danken für alles, für euch allen. Fühlt euch alle bitte angesprochen und geknuddelt und euch gedankt. Und ja, das waren meine 2 Jahre auf YouTube. Ich würde jetzt anstoßen, wenn ich was hätte, auf ein weiteres Jahr. Also ich hoffe natürlich, dass es mehrere weitere Jahre geben wird. Aber man weiß ja letztendlich nie, wie es letztendlich sein wird. Ich bin ja nächstes Jahr auch in der 11. Klasse. Deswegen werden wir sehen, wie ich dazu komme, zu lesen, zu drehen. Aber ich denke, wir werden da was einrichten können. Und YouTube ist mittlerweile auch ein fester Bestandteil meines Lebens geworden, den ich eben auch nicht wirklich missen möchte. Ich möchte euch nicht missen, euch Abonnenten, euch Leser, euch Freunde, euch Autoren, alle, die mir so zuhören dabei, wie ich komisches Zeug labere. Und ja, danke dafür. Danke, danke, danke. Ich hab euch lieb. So kein Herz, also ein bisschen.